So, jetzt gehen wir mal zu einer anderen Volumeneinheit über, und zwar ist das das Liter oder der Liter. Liter hat jetzt zunächst mal ja scheinbar nichts mit diesen anderen Volumeneinheiten zu tun. Ich habe also eben nicht so etwas wie hoch 3. Dieses hoch 3 kommt ja von der Multiplikation von drei Längen, also zum Beispiel beim Quader Länge mal Breite mal Höhe. Dennoch habe ich beim Liter eben ähnliche Zusammenhänge wie bei anderen Einheiten, also zum Beispiel Liter und Milliliter. Auch hier gilt ein Liter, ein Tausendstel davon ist dann der Milliliter. Umgekehrt habe ich natürlich ein Liter sind 1000 Milliliter. Da bei der Dichte allerdings immer die Volumeneinheit Kubikzentimeter verwendet wird, jedenfalls meistens, müssen wir also auch Volumeneinheiten mit Liter oder Milliliter umrechnen, damit wir eben das entsprechend berechnen können. Glücklicherweise ist der Zusammenhang zwischen Liter und Milliliter und den anderen Volumeneinheiten gar nicht so kompliziert. Und zwar ein Liter ist nichts anderes als das Volumen eines Würfels mit einer Seitenlänge von 10 cm. Also Würfel 10 cm Seitenlänge. Und das ist ja nichts anderes als ein Dezimeter. Und dementsprechend kann man auch sagen, ein Liter ist also nichts anderes als ein Kubikdezimeter. Ja, und wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch ganz leicht Umrechnung vornehmen, entweder von Liter oder Milliliter zu einer Einheit, die hier mit hoch 3 ist, beziehungsweise natürlich umgekehrt. Nehmen wir jetzt mal gerade ein Beispiel, bei der wir von Milliliter in Kubikzentimeter umrechnen. Und zum Beispiel sagen wir mal 350 Milliliter. Wie viel ist das in Kubikzentimeter? Ich werde jetzt genauso vorgehen, wie ich euch das schon bei den anderen Strecken und Volumeneinheiten gezeigt habe. Das heißt, ich überlege mir wieder, 350 mal oder 350 Milliliter entspricht ja 350 mal einem Milliliter. Und ich weiß ja, das haben wir hier, ein Liter sind 1000 Milliliter. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass ein Milliliter, das rechnen wir jetzt mal nicht aufwendig, sondern das sollte inzwischen klar sein, ein Tausendstel Liter sind. So, das heißt, wenn ich dieses hier ersetzen will, ja, dann muss ich also das dafür einsetzen. Und dann habe ich eben die 350, schreibe ich gleich dann nochmal vorne dran. Dann habe ich da also ein Tausendstel Liter. Und das Ganze 350 mal. So, ein kleiner Fehler. Der Liter muss natürlich oben stehen. So, jetzt möchte ich es aber in Kubikzentimeter umrechnen. Das heißt, ich muss aus den Litern zunächst mal die Kubikdezimeter machen. Das ist nicht schwer. Ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Das heißt, das ist ja gerade das Gleiche, also 350 mal, schreibt die Einheiten so wieder hin, also quasi die Umrechnungsfaktoren, ein Tausendstel Kubikdezimeter. Ja, jetzt kommt also quasi das nächste. Ich nehme mir ein Liter entspricht einem Kubikdezimeter. Die Einheit Liter, ein Liter kann ich durch ein Kubikdezimeter ersetzen, also bleibt es das Gleiche. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, wie hängen Kubikzentimeter und Kubikdezimeter zusammen. Das ist ja 10 Zentimeter gleich ein Dezimeter. Das heißt, ich habe hier Dezimeter, also ist es genau das, was ich hier unten einsetze.
Ich ersetze also den Kubikdezimeter durch dieses hier, muss allerdings das Ganze noch hoch 3 rechnen. Also, ich schreibe mal alles hin, was wir bisher hatten. 350 mal ein Tausendstel. Das ist die Umrechnung in Liter. Und dann habe ich ja 10 Zentimeter, oh, in grün, 10 Zentimeter und das Ganze hoch 3 wegen diesem hier. So, und da, ja, wird es jetzt ein bisschen gleich einfacher, denn ich habe einen Faktor 1000stel und rechne hier mit 10 hoch 3 Zentimeter hoch 3 und 10 hoch 3 ist ja nichts anderes als 1000 und Zentimeter hoch 3. Das heißt, ich kann hier kürzen und übrig bleibt, dass das Ergebnis 350 Kubikzentimeter ist. Ja, jetzt habe ich viel gerechnet und sehe, die Zahl bleibt die gleiche. Also 350 Milliliter sind auch 350 Kubikzentimeter. Also generell, das kann man sich vielleicht, oder das sollte man sicherlich auch merken, ein Milliliter sind ein Kubikzentimeter. Also die wichtigen Umrechnungen, die ich jetzt hier brauche. Generell aber kann man eben genauso ansonsten auch immer vorgehen. Das heißt, ich ersetze Milliliter durch Liter. Der Umrechnungsfaktor wird zusammen mit der neuen Einheit hingeschrieben. Hier ersetze ich Liter direkt durch Kubikdezimeter, weil es ja genau das gleiche ist, 1 zu 1. Und hier ersetze ich den Dezimeter durch 10 Zentimeter. Und da das der Dezimeter hoch 3 ist, muss ich 10 Zentimeter hoch 3 nehmen. So, und dann alles zusammengefasst, da kürzen sich hier in diesem Fall bei diesem Beispiel jetzt eben die 1000 und die 1000 weg. Kann natürlich auch anders sein. Aber vom Prinzip her ist es immer das Gleiche. Einheit ersetzen durch die neue gewünschte und dann ausrechnen. Bei hoch 3 eben auch den Umrechnungsfaktor hoch 3 nehmen. Ich hoffe, ihr habt damit einigermaßen die Informationen zusammen, die ihr zum Umrechnen der Volumeneinheiten braucht.